Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung Römisch 2, die dieses Jahr zum ersten Mal angeboten wird. Sie ergänzt die Veranstaltung Gesellschaftsrecht Vertiefung Römisch 1 zur Aktiengesellschaft. Hier geht es um die GmbH. Ich habe heute für Sie 57 Folien. Sie können die Folien in eCampus herunterladen. Da steht aber auch nichts Spannendes drauf. Das heißt, wenn Sie die nicht herunterladen, entgeht Ihnen auch nicht viel Spannendes. Was wir zuerst klären müssen, ist, wie läuft die Veranstaltung ab? Dazu müssen Sie wissen, die Veranstaltung hat im Wesentlichen zwei Ziele. Das erste Ziel ist, wir wollen hier etwas vertiefen, denn die GmbH ist immerhin Pflichtfachstoff im ersten Examen. Das heißt, jeder von Ihnen sollte zumindest grob schon mal davon gehört haben. Das zweite ist, wir ergänzen die Veranstaltung Gesellschaftsrecht Römisch 1. Das heißt, wir gucken uns dann auch an die Unterschiede zur AG. Die zweite Sache, die ich hier versuche, ist ein wenig Praxisbezug reinzubringen. Die GmbH ist die beliebteste Rechtsform, über 1 Million GmbHs in Deutschland. Das heißt, Sie sollten sich auch fragen, was kann da alles schiefgehen und was ist wichtig. Das Ganze äußert sich in zwei Aspekten. Einerseits Vertragsgestaltung. In der GmbH gilt Vertragsfreiheit, so ein bisschen wie im BGB. Das heißt, es gibt viele denkbare Klauseln, etwa für Eheschließung, für Todesfall, die praktisch üblich sind und die werden wir uns ansehen. Und natürlich die Frage der Haftung, insbesondere bei Insolvenz. Sie sehen also ein volles Programm. Ich habe Ihnen schon gesagt, die GmbH ist auch Pflichtfachstoff im staatlichen Teil des Examens, und zwar konkret die Errichtung der Gesellschaft, die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter und last but not least Vertretung und Geschäftsführung. Das heißt, das sind Inhalte, die Sie ohnehin lernen müssen. Das heißt, Sie haben hier eine Win-Win-Situation. Sie lernen das, was Sie ohnehin lernen müssen, für den staatlichen Teil oder fürs zweite Examen hier nochmal praktisch. Der wesentliche Unterschied ist, im Staatsexamen müssen Sie nur die Grundstrukturen ohne vertieftes Wissen von Rechtsnatur kennen. Deshalb müssen Sie hier halt etwas mehr kennen. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt hier jede Entscheidung im Detail kennen müssen, sondern Sie lernen halt vertiefte Grundstrukturen und Sie müssen auch jetzt nicht ein dickes Buch kaufen, sondern es reicht, wenn Sie das können, was hier in der Vorlesung gemacht wird. Was wird hier gemacht? Da fangen wir an mit dem Thema heute, Wiederholung und Überblick. Und dann geht es schon nächste Woche los mit dem Themenkreis Entstehung einer GmbH. Und da beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Satzungsgestaltung. Übernächste Woche haben wir ein gewisses Problem. Da kommt nämlich der Rechtsvorstand der Deutschen Telekom AG und der wird Sie informieren darüber, wie eine Hauptversammlung in einem DAX-Unternehmen organisiert wird. Nun wissen Sie hoffentlich alle, die Telekom ist keine GmbH und auch keine GmbH und Co. KG, sondern eine Aktiengesellschaft. Das heißt, das passt nicht wirklich in diese Vorlesung. Es passt aber in den Gesamtkontext Gesellschaftsrecht. Und der Sinn davon ist, dass Sie, bevor Sie zur echten Hauptversammlung gehen und da ein Würstchen und Brötchen auf Kosten der Telekom genießen, auch zumindest etwas über den rechtlichen Hintergrund erfahren. Danach kommen wir schon zum Thema Finanzierung der GmbH. Und Sie sehen beim Thema Finanzierung ein gewisses Problem, denn der 9.5. entfällt, weil ich da in Nürnberg einen Vortrag halte. Die Woche drauf ist Pfingsten, da ist Pfingstmontag. Pfingstmontag finden keine Vorlesungen statt. Selbst wenn ich es machen wollte, wäre das Juridikum abgeschlossen. Und am 23. Mai bin ich im Justizministerium und soll irgendwas erzählen über das Thema AGB von Streaming-Anbietern, wo ich selber noch keine Ahnung habe, was ich da sagen werde.
Deshalb haben wir hier 3 Wochen am Stück, wo Sie quasi diese Vorlesung nicht haben. Das ist für Sie einerseits gut, weil das, was da dran käme, kommt dann wahrscheinlich nicht in der Klausur dran. Es ist aber etwas schlecht, weil natürlich dann was fehlt. Deshalb haben Sie in dieser Zeit die Gelegenheit, den Stoff nochmal zu vertiefen. Wie kommt gleich? Nachdem dieser 3 Wochen Ferienblock dazwischen war, kommt dann das Thema Geschäftsführer. Geschäftsführer ist in der Praxis besonders relevant und wir gucken uns dabei an das Bestellungs- und das Anstellungsverhältnis. Das ist natürlich auch interessant für Leute, die mit einem arbeitsrechtlichen Interesse hier sind. Gibt es nicht, weil das ein anderer Schwerpunktbereich ist. Denn Arbeitnehmer sind bekanntlich in Deutschland geschützt. Geschäftsführer sind aber keine Arbeitnehmer und genießen diesen Schutz nicht. Trotzdem sind die Geschäftsführer aber weisungsgebunden und die Geschäftsführer können jederzeit abberufen und gekündigt werden. Insoweit stellt sich die Frage, wie wird der arme Geschäftsführer vor der Ausbeutung durch die Gesellschafter geschützt? Darüber dann im Mai. Dann sind wir schon im Juni. Dann geht es um die Haftung des Geschäftsführers. Das heißt, welche Pflichtverletzung kann er begehen? Wie kann er sich exkulpieren? Wie wird man diese Forderung wieder los? Kann man verzichten? Kann man vergleichen? Spannende Fragen, wenn es ums Geld geht. Dann geht es weiter zu den Gesellschaftern. Da gucken wir uns etwas näher an, den Erwerb und Verlust der Beteiligung. Welche Klauseln sind da üblich? Wie funktioniert der gutgläubige Erwerb von Geschäftsanteilen? All solche Sachen. Das ist ganz lustig. Weniger lustig ist dann die Rechte und Pflichten der Gesellschafter sowie der Schutz der Gesellschafterstellung. Da müssen wir uns dann mit Sonderrechten und Sonderpflichten beschäftigen. Wir müssen uns das Auskunftsrecht angucken. Das ist relativ viel Kleinkram. Spannender ist dann wieder die Gesellschafterversammlung. Sie erinnern sich, eben habe ich Ihnen erzählt von Herrn Krämer, der Ihnen die Deutsche Telekom-Hauptversammlung nahebringen wird. Hier gucken wir uns die Gesellschafterversammlung einer GmbH an. Der wesentliche Unterschied ist, dass hier Satzungsfreiheit besteht. Das heißt, man kann vereinbaren, was man will. Wir gucken uns vor allen Dingen natürlich auch an das Beschlussmängelrecht. Was gilt, wenn ein Beschluss gegen die Satzung oder gegen das Gesetz verstößt? Welche Klagen sind dagegen statthaft? Und dann kommen wir noch kurz zum Aufsichtsrat. Aufsichtsrat kennen Sie vielleicht aus dem Aktienrecht. Frage, wie ist ein Aufsichtsrat in einer GmbH ausgestaltet? Und zwar einerseits der obligatorische, das heißt der nach Mitbestimmungsrecht, und andererseits ein freiwillig eingerichteter. Wann ist ein Aufsichtsrat ein Aufsichtsrat und wann ist er nur noch eine Luftikusnummer? Dann, last but not least, kommen wir zu den spannendsten Sachen, nämlich zu den Folgefragen. Wir gucken uns an die GmbH und Co. KG. Wenn Sie sich ein bisschen umgucken auf der Straße, die begegnet Ihnen relativ häufig. Viele Unternehmen sind als GmbH und Co. KG organisiert. Das heißt, da hat man durchaus mit zu tun. Und dann das wahre Highlight der Veranstaltung, die GmbH im Unternehmensverbund. Was meine ich damit? Grundzüge des GmbH-Konzernrechts. Das machen wir deshalb am Ende, damit die Leute, die die Vorlesung Umwandlung und Konzernrecht besuchen, da schon perfekt informiert sind und alle anderen zwar nicht perfekt informiert sind, aber zumindest so viel GmbH-Recht kennen, dass sie da auch mitreden können. Damit hätten wir dann alles abgedeckt, was Ihnen jemals in Ihrem ganzen Leben in der GmbH begegnen kann, bis aufs Steuerrecht. Und das Steuerrecht, das lassen wir lieber sein, weil Körperschaftssteuer ist eh langweilig. Dürfen Sie nicht Herrn Hüttemann sagen. Was haben wir hier für Sie vorbereitet? Wir haben für Sie vorbereitet einen Online-Kurs. Den können Sie heute noch nicht abrufen, aber den können Sie voraussichtlich ab diese Woche Donnerstag abrufen unter der Adresse learn.jura-uni-bonn. Da können Sie sich auch den ganzen Text als PDF ausdrucken. Dann haben Sie ein Skript von ungefähr 100 Seiten, wo alles zur GmbH
drinsteht, was Sie jemals wissen wollten oder auch nicht wissen wollten. Wir haben weiterhin das eCampus-System. Da finden Sie momentan relativ wenig. Sie finden in eCampus ein Forum. Das Forum ist allerdings ein bisschen Forum Romanum-mäßig, gemauerter Platz, wo keiner draufsteht, weil es zu warm ist oder sonst wie. Da können Sie Fragen stellen. Der Vorteil, wenn Sie da eine Frage stellen, ist, dass es völlig anonym ist. Wenn Sie also das Gefühl haben, die Frage könnte dumm sein oder die Frage könnte peinlich sein, können Sie die da stellen. Sie finden weiterhin da demnächst Selbsttests. Sie können zu jeder Vorlesung einen Multiple-Choice-Test mit 15 Fragen machen und sich ein Aufgabenblatt mit Fragen zum Selberlösen angucken. Der Sinn dahinter ist, dass Sie dadurch auf die Klausur vorbereitet werden. Nicht, weil die Klausur eine Multiple-Choice-Klausur ist, aber weil die Klausur, wie wir gleich sehen werden, aus zwei Teilen besteht. Sie werden dort weiterhin finden, Texte gescannt zu den jeweiligen Themen der Vorlesung, damit Sie nicht ins Seminar gehen müssen und sich das selber raussuchen müssen, sondern das ganz bequem bei sich zu Hause in der Badewanne lesen können. Und Sie finden da natürlich diese tollen Folien. Nicht, wie gesagt, dass diese Folien einen erheblichen intellektuellen Gewinn hätten, aber Sie finden die da. Weiterhin ist da auch verlinkt das Video. Sie sehen, es gibt diese tolle Kamera hier, nicht weil wir hier beim deutschen Fernsehen sind, sondern damit Sie demnächst gemütlich zu Hause oder am Strand sich diese Vorlesung angucken können und sich die An- und Abreise in den späten Abendstunden sparen können. Das heißt aber nicht, dass jetzt keiner mehr kommen soll, denn es ist ein bisschen blöde, wenn ich hier vom leeren Hörsaal stehe. Also wenn Sie kommen, freue ich mich sehr. Aber wenn Sie mal nicht kommen können, dann können Sie das auch zu Hause nachverfolgen. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, können Sie Fragen in dem tollen Forum stellen. Dann weiß nämlich keiner, dass Sie nicht da waren und eine Frage haben. Sehen Sie, es ist ganz raffiniert durchdacht. Wir haben, wenn Sie nicht nach eCampus gehen wollen, warum auch immer, die Möglichkeit, dass Sie die Vorlesung auch auf diesem Media-Server Uni Bonn sich angucken. Das geht dann ohne Anmeldung, werden Sie sich bei eCampus irgendwie mit Benutzername, Kennwort anmelden müssen. Kennwort, Sie müssen sich für diese Vorlesung kein komisches Passwort merken. Wenn Sie also Ihre normale Benutzerkennung kennen, dann können Sie sich bei eCampus anmelden und damit sind Sie dann freigeschaltet für alles, was da so kreucht und fleucht. Zum Beispiel auch für die gescannten Texte. Wie wird die Klausur aussehen? Die Klausur ist konzipiert für 2 Stunden. Sie besteht aus 2 Teilen. Teil 1 ist das, was Sie immer können als Jurist, ein kurzer Fall, wo Sie den Fall im Gutachtenstil lösen müssen. Teil 2 ist eine kurze Frage. Diese Frage müssen Sie nicht im Gutachtenstil beantworten, sondern im Freitext. Fall und Frage sind 2 Teile. Jeder Teil zählt ungefähr die Hälfte, dann können Sie sich ausrechnen, die sind ungefähr gleichgewichtig. Wie Fälle und Fragen aussehen, können Sie dann immer an diesen Selbsttest kontrollieren, damit Sie ungefähr wissen, was da drankommt. Das Thema ist nichts, was Sie irgendwie in einem Kommentar auf Seite 691 irgendwo unten links finden. Das Thema kommt nur aus dieser Vorlesung. Was wir hier nicht machen, kommt in der Klausur auch nicht dran. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es wird von Ihnen erwartet, dass Sie auch selbstständig diskutieren und Argumente bringen. Das heißt, es reicht nicht, wenn Sie hier wörtlich mitschreiben, weil dann haben Sie halt nur die Grundlage. Diskutieren müssen Sie trotzdem. So, das zur Organisation der Veranstaltung. Haben Sie zu diesem Thema Fragen? Nö. Jetzt traut sich keiner mehr. Ja? Werden die von Ihnen erwähnten Texte als Vorlesungsmaterial ausreichen oder empfehlen Sie noch zusätzlich ein Lehrbuch? Die Texte reichen völlig, Sie brauchen kein Lehrbuch. Sie können sich aber diesen Online-Kurs ansehen, wie gesagt, 100 Seiten. Sie müssen aber nicht alle 100 Seiten lesen, sondern immer nur das, was jeweils zur Vorlesung passt. Da sind noch ein paar Sachen, die halt darüber hinausgehen, die brauchen Sie dann nicht zu lesen. Aber ein Buch anzuschaffen macht keinen Sinn, weil wenn Sie sich die Vorlesungsgliederung angucken, werden Sie feststellen, es gibt zwar jede Menge Bücher zum Gesellschaftsrecht,
Aber es gibt kein spezielles GmbH-rechtliches Lehrbuch. Das heißt, es gibt da nicht mal eins, was ich Ihnen empfehlen könnte. Entweder Sie lesen das eine Kapitel aus irgendeinem anderen Lehrbuch, das ist aber zu wenig, oder Sie lesen einen Kommentar, das macht keinen Sinn. Kein Mensch liest Kommentare von Anfang bis Ende. Ja, Sie vielleicht schon, ich weiß es ja nicht. Also ich hatte mal eine Kollegin, die hat, bevor sie die Klausur im Aktienrecht geschrieben hat, den kompletten Kommentar von Herrn Koch durchgelesen und hat gesagt, jetzt kann ich Aktienrecht. Das kann man machen, aber ich würde das nicht machen. Aber vielleicht bin ich auch zu faul dafür. So, ja, ich habe Ihnen gesagt, theoretisch kennen sich ja alle perfekt mit GmbH aus, von der staatlichen Pflichtfachprüfung oder der Grundvorlesung Gesellschaftsrecht, die Sie hier alle hoffentlich besucht haben. Und um das zu testen, habe ich mir mal so ein paar Kontrollfragen ausgedacht. Und damit ich jetzt nicht hier Leute dran nehmen muss und sich blamieren, habe ich das Ganze perfekt technisch online gelöst. Sie gehen dazu auf diese Adresse vote.jura-bonn.de. Ja? Das ab müssen Sie nicht eingeben, das ist nur unterstrichen, warum auch immer. Also vote.jura-uni-bonn.de. Jetzt drücke ich auf einen Knopf und jetzt, wenn Sie GmbH-Recht auswählen, müsste da eine Frage kommen. Dasselbe ist auf dem Handy auch stehen. Sie müssen ja nicht blind tippen. Und, kommt da bei Ihnen was? Was? Kommt nichts? Der Link ist falsch. Der Link ist falsch. Das ist gleich genau Jura.uni. Genau, Jura, ach stimmt, der Fehler ist Uni. Sehen Sie, ein Tippfehler. Jetzt muss ich mal gucken, ob das klappt. jura.uni-bonn.de. Warum es da falsch steht, weiß man nicht. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum das ab unterstrichen ist. Punkt Uni. Das kann man garantiert auch ändern. Toll. Multimedia im Einsatz. Das ist ja. Ja. Eine Fangfrage. Dann schauen wir mal. Ein Gesellschafter einer GmbH haftet eventuell auch für fremde Pflichten, soweit ein anderer Gesellschafter seine Einlage nicht erbringt. Jetzt denken Sie sich, was? Das kennen wir doch alle ganz anders aus dem Aktienrecht. Das Ganze ist geregelt in § 24 GmbH-Gesetz. Da steht drin, jeder Gesellschafter haftet für seine Mitgesellschafter mit.
Das heißt, wenn einer weg ist, haften die anderen. Und zwar anteilen. Das heißt, diese Aussage trifft zu. Die zweite Aussage, eine GmbH ist insolvent, wenn ihr Vermögen das Stammkapital unterschreitet, stimmt nicht. Eine GmbH ist insolvent, wenn sie zahlungsunfähig ist, das heißt, wenn sie ihre Schulden nicht mehr begleichen kann, das heißt, wenn sie gar kein Geld mehr hat, oder wenn sie überschuldet ist, das heißt, wenn man vergleicht Vermögen und Schulden und es kommt ein negativer Betrag heraus. Das Stammkapital spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das Stammkapital ist eine reine Rechenziffer. Beschränkungen der Vertretungsmacht eines GmbH-Geschäftsführers wirken gegenüber Dritten? Natürlich nicht. Das kennen Sie hoffentlich alle schon aus der OHG oder aus der Aktiengesellschaft. Beschränkungen haben nur Innenwirkungen. Das ist also wie beim Prokuristen, wie beim AG-Vorstand, wie beim OHG-Gesellschafter, wie beim geschäftsführenden Komplementär. In all diesen Fällen im Außenverhältnis keine Beschränkung. Paragraf 37 GmbH-Gesetz. Und last but not least, eine GmbH kann einen Aufsichtsrat haben. Das sehen Sie schon daran, dass in der Gliederung das Wort Aufsichtsrat auftaucht. Die Frage wäre also ein bisschen blöde, wenn eine GmbH keinen Aufsichtsrat haben dürfte. Geregelt in 52. Die GmbH gibt es erst seit 1896. Die AG ist älter. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man dachte sich am Anfang, man könnte alle Probleme der Haftungsbeschränkung mit der AG lösen. Dann kamen aber die Kleingewerbetreibenden und haben gesagt, die Engländer haben eine Limited und wir in Deutschland haben nichts. Der deutsche Mittelstand wird zugrunde gehen, das deutsche Handwerk wird vor die Wand fahren, die Welt wird untergehen, wir werden einen Weltkrieg erleben. Und daraufhin hat man dann eine GmbH geschaffen und damit auch den kleineren Unternehmen die Chance gegeben, ihre Haftung zu beschränken. Zweite Sache ist, Sie haben die Möglichkeit, die Haftung zu beschränken, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen müssen. Damit ist nicht gemeint, diese komischen 25.000 Euro Mindeststammkapital. Es geht vielmehr darum, wenn Sie eine AG gründen, brauchen Sie einen Aufsichtsrat. Ein Aufsichtsrat braucht mindestens 3 Aufsichtsratsmitglieder. Und Sie müssen eine Hauptversammlung abhalten. Dazu müssen Sie im Bundesanzeiger einberufen. All das kostet Zeit und Geld. In der GmbH können Sie im Wesentlichen machen, was Sie wollen. Das heißt, Sie sparen sich den ganzen Stress und können sagen, ich bin der einzige Gesellschafter, der einzige Geschäftsführer, ich mache nichts mit dem Bundesanzeiger, ich habe einmal im Jahr meinen Jahresabschluss und das war's. Das heißt, es spart Ihnen total Arbeitsaufwand. Folge ist, wir haben über 1 Million GmbHs in Deutschland. Die GmbH wurde auch in anderen Staaten übernommen. Das heißt, die GmbH ist ein weltweiter Bestseller. Sie können sich auch diesen tollen Film angucken bei YouTube, nämlich die GmbH Boys. Die GmbH Boys haben nämlich für Sie komponiert einen GmbH-Song. Das heißt, den können Sie sich angucken. Mal gucken, ob es funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Was vielleicht auch gut ist. Hinterher wird das ein neuer Hit. Also hören Sie sich an, da kommen alle wichtigen Aspekte zur Sprache. Das kommt in der Klausur nicht dran. Singen Sie, schreiben Sie den Text des GmbH-Songs auf. Das ist eine nette Aufgabe, aber nein. Dann kennen Sie vielleicht auch schon die UG Haftungsbeschränkt. Die UG Haftungsbeschränkt ist wie eine GmbH. Es gibt exakt 4 Unterschiede. Der erste Unterschied ist ziemlich offensichtlich. Die Firma ist eine andere. Denn eine GmbH heißt GmbH. Eine UG Haftungsbeschränkt heißt UG Haftungsbeschränkt. Ja? Das ist ein bisschen schikanös. Bei einer GmbH können Sie es schön abkürzen. Da haben Sie eben 4 Buchstaben. Bei der UG Haftungsbeschränkt müssen Sie das Wort haftungsbeschränkt ausschreiben. Das macht sich blöd auf Visitenkarten, weil das so rechts am Rand immer rüber geht. Aber der Gesetzgeber hat gesagt, Sie können nicht schreiben UGHB oder UGHaftB. All das ist unzulässig. Sie müssen das Wort haftungsbeschränkt ausschreiben. Das ist die Schikane des Gesetzgebers. 5a Absatz 1 GmbH-Gesetz. Die
zweite Änderung ist, wenn Sie eine GmbH gründen, ist das relativ einfach. Sie gehen hin und sagen, ich habe noch den alten Wagen hier und den alten PC, die bringe ich mal ein als Sacheinlage. Und ich bestätige, die sind insgesamt mindestens 25.000 Euro wert. Ja, das müssen Sie bestätigen und dann war es das. Sie haben keine Gründungsprüfung, das geht einfach mal so, man vertraut auf Ihr Wort. Wenn Sie gelogen haben, merken wir es in der Insolvenz, dann müssen Sie halt nachzahlen. Bei der UG haftungsbeschränkt müssen Sie das ganze Geld in Cash einzahlen, in Scheinen, in Münzen oder in Bankkonten. Allerdings auch nur mindestens 1 Euro. Das heißt, Sie können die 1-Euro-Münze nehmen, hier, ich habe sie zur Veranschaulichung dabei, Sie können mit dieser 1-Euro-Münze eine UG haftungsbeschränkt gründen, müssen wir den Notar bezahlen, der ein bisschen teurer ist als 1 Euro. Aber mit dem Euro sind Sie dabei. Sie dürfen nicht sagen, ich zahle nur einen Teil ein und Sie dürfen auch nicht sagen, ich bringe meinen alten Porsche ein. Sie dürfen nur Cash zahlen. Weil Sie aber nur 1 Euro haben müssen, hat der Gesetzgeber eine weitere Schikane geschaffen, außer dem unhandlichen Namen, nämlich eine Ansparpflicht. Was meine ich mit Ansparpflicht? Sie machen hoffentlich jedes Jahr Gewinne. Und von diesen Gewinnen müssen Sie ein Viertel einbehalten. Ein Viertel, das klingt wenig, aber wenn Sie überlegen, wenn Sie eine Million verdient haben, müssen Sie 250.000 in Ihren Geldspeicher tun. Und diese 250.000 dürfen Sie nur verwenden, um Schulden zu begleichen oder um Ihr Kapital zu erhöhen. Und erst dann, wenn Sie Ihr Kapital erhöht haben auf 25.000 oder mehr, kommen Sie an den Restbetrag dran. Das heißt, sobald auf diesem Sparkonto mehr als 25.000 sind, sollten Sie tunlichst dieses Geld in Stammkapital umwandeln, um an den Rest dran zu kommen. Ja? Gut. Und last but not least gibt es eine Pflicht zur Einberufung der Gesellschafterversammlung, wenn die Gesellschaft in der Krise ist. Das ist verdeutlicht gegenüber der allgemeinen Pflicht, dass man die Gesellschaft mal fragen soll, wenn es bergab geht. Das ist weniger spektakulär. Die Unterschiede sind so überschaubar, dass der Gesetzgeber exakt einen einzigen Paragraph für die UG haftungsbeschränkt hat, nämlich Paragraph 5a. Alle anderen Paragraphen erwähnen die gar nicht mehr. Die taucht nur in diesen Paragraphen auf, im ganzen deutschen Recht. Toll, ein Paragraph für eine ganze Gesellschaft. Im Aktienrecht haben wir jede Menge europäische Vorgaben, angefangen mit der Kapitalrichtlinie bis hin zur Aktionärsrechte-Richtlinie. Das GmbH-Recht ist ein bisschen beschaulicher. Man kann sich das so vorstellen, das eine ist die Autobahn und das hier ist eher der Feldweg des Gesellschaftsrechts in der GmbH. Die GmbH ist vor allen Dingen betroffen worden durch die Ein-Personen-Gesellschaftsrichtlinie. Die sagt, jeder EU-Mitgliedstaat, egal ob es Deutschland oder Polen oder Spanien ist, muss eine Rechtsform haben, in der Gesellschafter nur beschränkt haften und man nur einen einzigen Gesellschafter braucht. Das heißt, eine Gesellschaft, eine Person und beschränkte Haftung. Das klingt für Sie jetzt ziemlich blöde, weil es ist doch klar, dass man das kann. Die Deutschen haben das früher anders gesehen. Früher hat man gesagt, wir brauchen einen Gesellschaftsvertrag. Und ein Vertrag setzt bekanntlich voraus einen Antrag und eine Annahme und dafür brauchen wir mindestens zwei. Das heißt, für die Gründung einer GmbH brauchte man früher in der guten alten Zeit zwei Leute und der eine ging dann wieder raus. Man hatte also gegründet mit zwei und der eine ging dann. Warum man das machte, weil das Gesetz es halt so vorsah. Das Europarecht hat aber noch so ein paar andere Finessen in dieser Richtlinie vorgesehen. Zum Beispiel, wenn Sie Gesellschafter einer GmbH sind und einziger Gesellschafter, dann müssen Sie Ihre Beschlüsse irgendwo schriftlich festlegen. Warum? Weil Sie hinterher immer behaupten können, ja, das haben wir damals so beschlossen, weil wir heißen in dem Fall ich. Und deshalb müssen Sie das schriftlich niederlegen, damit man hinterher sagen kann, da ist der Beweis. Außerdem müssen Sie Verträge mit sich selber ebenfalls schriftlich festlegen. Das heißt, wenn die GmbH Ihrem einzigen Geschäftsführer, der gleichzeitig der einzige Gesellschafter ist, irgendwie Geld gibt, muss auch der Vertrag dokumentiert werden,
damit man hinterher gucken kann, ob das alles Untreue war, Betrug war oder irgendwas anderes Böses. Ansonsten ist die Ein-Personen-Gesetz-Richtlinie völlig unspektakulär, interessiert keinen Menschen. Bis vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hat die EU-Kommission eine Schikanemaßnahme gegen Deutschland einleiten wollen, weil die Deutschen komisch sind. Die Deutschen jammern seit ungefähr 60 Jahren darüber, es gibt zwar eine europäische Aktiengesellschaft, die SE, aber es gibt keine Rechtsform für den Mittelstand. Wenn Sie kleiner deutscher Unternehmer sind, sagen wir Bauer, und exportieren hier Ihre Kartoffeln in die anderen Länder, dann können Sie das als deutsche GmbH machen, aber vielleicht haben die Polen was gegen Sie. Die sagen, GmbH klingt uns zu komisch, mit denen schließen wir keine Verträge ab. Deshalb wollen die Deutschen seit jeher eine europäische GmbH. Dann hat die EU-Kommission nach vielen Jahren Arbeit einen Entwurf vorgelegt und die Deutschen haben es geschafft, den immer wieder abzulehnen. Über 3 Jahre lang haben die Deutschen bei jeder Gelegenheit gesagt, die Idee finden wir ja gut, aber so nicht. Und dann hat die EU-Kommission irgendwann die Nase voll gehabt, hat gesagt, okay, dann kriegt ihr halt keine Euro-GmbH. Und dann haben sie sich in stille Kämmerlein gesetzt und haben gesagt, so, wie kriegen wir das ohne die Deutschen hin? Und haben einen Entwurf für eine Richtlinie gemacht, nämlich für diese Ein-Personen-Gesellschaftsrichtlinie. Und die neue Ein-Personen-Gesellschaftsrichtlinie soll vorsehen, dass jeder Mitgliedstaat, also Deutschland, Frankreich, Polen, noch Großbritannien, wer weiß wie lange noch, eine besondere Form der nationalen GmbH schafft, die den tollen Namen SUP trägt. So wie super oder suboptimal. Nein, das wird mit B geschrieben. Sub, oder steht für Societas Unius Persona. Was soll das bedeuten? Gesellschaft mit einem Gesellschafter. Und diese Gesellschaft soll europarechtlich voll harmonisiert sein, im Sinne von, es darf kein Mindestkapital geben, die Gesellschaft wird vertreten durch ihren Geschäftsführer und so weiter und so fort. Das ist eine Richtlinie und Richtlinien haben die wesentliche Änderung gegenüber der Verordnung, dass Richtlinien auf europäischer Ebene mit Mehrheit beschlossen werden können und daher gegen die Stimme von Deutschland. Und der Rat hat in der Tat schon mal einen Entwurf dieser Richtlinie beschlossen, der momentan im Parlament liegt und vielleicht durchkommt oder vielleicht auch nicht. Die Deutschen sind auf jeden Fall völlig dagegen, weil wir immer gegen alles sind. Und gucken wir mal, was daraus wird. Dann gibt es eine Publizitätsrichtlinie, auch erste gesellschaftsrechtliche Richtlinie, vor langer Zeit erlassen. Die hat zum Beispiel unseren Paragraphen 11 GmbH-Gesetz beeinflusst, wo drin steht, eine GmbH entsteht erst, wenn sie im Handelsregister eingetragen ist und vor der Eintragung haften die Handelnden unbeschränkt und persönlich. Dasselbe haben wir auch im Aktienrecht, dasselbe haben wir auch im Vereinsrecht. Also, old, golden oldie könnte man sagen, das ist europarechtlich vorgegeben, das könnten wir also nicht abschaffen, selbst wenn wir es wollten. Dass wir es abschaffen wollen, werden wir nächste Woche sehen. Die Deutschen finden nämlich die Regelung schlecht, obwohl sie aus Deutschland kommt, dazu nochmal anzumerken, und würden sie gerne loswerden, aber dummerweise ist sie europarechtlich vorgeschrieben. Ja, und dann kommt nur noch Kram, der keinen interessiert. Sie sehen hier schon Bilanzrecht, ja, Konzernbilanz, Jahresabschluss, Prüferbefähigung, interessiert keinen. Dann die grenzüberschreitende Verschmelzung. Sie kennen das aus dem Umwandlungsrecht oder auch nicht, wo es dann darum geht, Sie können eine deutsche GmbH auf eine britische Limited verschmelzen, sodass die GmbH weg ist und noch die Limited übrig bleibt. Und Zweigniederlassungsrichtlinie, wo drin steht, Sie dürfen als britische Limited in Deutschland Geschäfte machen. Sie müssen dann nur sich ins Handelsregister eintragen, wenn Sie da dauerhaft eine Niederlassung eröffnen. Und die Sitzverlegungsrichtlinie gibt es nicht, deshalb ist sie eingeklammert. Die kommt möglicherweise eines Tages mal. Ich glaube nicht, dass sie kommt, aber man weiß das nie auf europäischer Ebene.
Die andere Sache, die Sie vielleicht kennen, ist der Wettbewerb der Rechtsordnungen. Vor ungefähr 10 Jahren inzwischen schon gab es einen großen Run auf die britische Limited. Wenn Sie hier gucken, wie teuer ist es, eine GmbH zu gründen, ab 179 Euro, eine Limited ab 260 Euro und eine UG haftungsbeschränkt ab 49 Euro, ist der Preisunterschied inzwischen nicht mehr so groß, sondern ganz im Gegenteil, die UG haftungsbeschränkt ist billiger. Das machen wir jetzt nicht im Detail, aber Sie erinnern sich vielleicht düster, es gab diese dramatische Geschichte vor langer Zeit in der Zentros-Entscheidung, wo ein dänisches Ehepaar im Urlaub in England mal eben eine Gesellschaft gründete. Andere bringen sich Souvenirs mit, die bringen halt ein Limited mit. Und dann in Dänemark wollten, dass das dortige Registergericht ihre Limited als Gesellschaft einträgt, damit sie in Dänemark Geschäfte machen können. Und die Dänen waren ein bisschen ausländerfeindlich und haben gesagt, nein, wir tragen keine englische Limited ein, denn ihr seid Dänen, seid nur in Dänemark tätig. Was habt ihr mit England zu tun? Da haben die gesagt, da waren wir in Urlaub und haben Fisch und Chips gegessen. Dann haben die gesagt, ja, das reicht nicht und haben die Eintragung verweigert. Traurig aber wahr. Und der EuGH hat gesagt, nein, das geht nicht. Die Gesellschaften müssen das Recht haben, ihre Zweigniederlassung auch in einem Staat zu machen, wo sie nichts tun. Briefkastengesellschaften müssen zulässig sein. Dann Düsseldorf, die Überseering BV. Man muss dazu wissen, es gab ein Bauunternehmen. Dieses Bauunternehmen war organisiert als niederländische BV und war ausschließlich in Deutschland tätig. Die haben auch wieder keinen Bezug zu den Niederlanden gehabt. Und sie klagten vor dem Landgericht Düsseldorf wegen einer Bauforderung. Und das Landgericht sagte, die Klage ist unzulässig, denn ihr seid nicht parteifähig. Daraufhin ging das Ganze dann in die Berufung, hat auch nichts gebracht und dann ging es zum BGH. Und der BGH hat die Sache dem EuGH vorgelegt und hat gesagt, darf ein Mitgliedstaat einer Gesellschaft, die reine Briefkastengesellschaft ist, die Parteifähigkeit und Rechtsfähigkeit verweigern? Und der EuGH hat gesagt, nein. Kurze Aussage, der EuGH hat gesagt, ihr müsst in Deutschland eine Gesellschaft genauso anerkennen, wie sie in ihrem Heimatstaat anerkannt ist. Ihr dürft nicht mehr und nicht weniger von denen verlangen. Sie sehen, das ist ein Drama nach dem anderen. Und dann gab es noch diese beeindruckende Entscheidung, ein niederländisches Unternehmen hatte wieder eine Gesellschaft in Großbritannien gegründet und die Niederländer waren diesmal schlau und hatten ein Gesetz erlassen. Und dieses Gesetz sagte, ausländische Gesellschaften müssen folgende 5 Voraussetzungen erfüllen. Erstens, sie müssen ein Mindestkapital von so und so viel Euro haben. Zweitens, sie müssen mit dem und dem Namen auftreten und so weiter und so fort. Und das Problem war, wenn diese Pflichten nicht erfüllt werden, haften die Gesellschafter unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Das fand dann der Gesellschafter nicht so gut und klagte wieder. Das Ganze wurde wieder dem EuGH vorgelegt. Der EuGH hat gesagt, auch der Gesetzgeber kann für ausländische Gesellschaften nicht mehr Anforderungen anordnen als der Heimatstaat. Sie sehen also, im Grunde war die Bahn frei für die Limited. Und wozu führte das? Ganz einfach, in den 90er Jahren kannte keiner die Limited. Dann kamen diese EuGH-Entscheidungen und auf einmal waren ein Viertel aller Unternehmensneugründungen Limiteds. Ein Viertel aller Unternehmen, die neu gegründet wurden, waren Limiteds. Und dann, sehen Sie hier, nahm die Kurve radikal ab. Und inzwischen ist sie wieder so wie 97. Woran liegt das? Tja, erstens mal, die Limited hat sich auf dem Markt nicht bewährt, weil die Leute festgestellt haben, sie müssen ihre Jahresabschlüsse in Deutsch und in Englisch verfassen und die jeweils zweimal einreichen. Das zweite Problem ist, wenn sie auftreten unter dem Namen Limited,
klingt das nicht cool, sondern es klingt eher peinlich, so ein bisschen wie dieses Haftungsbeschränkt, was man auch so vor sich führen muss. Das heißt, Ihnen springen manche skeptischen Kunden ab. Und last but not least, Sie kriegen mit der UG-Haftungsbeschränkung für das gleiche Geld auch eine deutsche Rechtsform. Und warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück doch ist so nah? Das heißt, man nimmt das, was man hat. Letzter Punkt, welche Unterschiede gibt es zum Aktienrecht? Ganz einfach, Sie müssen weniger Mindeststammkapital aufbringen. 25.000 Euro im Vergleich zu 50.000 Euro. Das ist genau die Hälfte. Sie brauchen nur 2 Organe statt 3. Auch das ist nicht so schwierig. Sie können die Satzung frei gestalten. Sie können sagen, der hat mehr Rechte, der hat weniger Rechte. Sie können sagen, der kriegt eine höhere Dividende, der kriegt eine niedrigere Dividende. Sie können das komplette Gesellschaftsvermögen an die Gesellschafter auszahlen, jederzeit, bis auf das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögens. Das heißt, wenn Sie nur 25.000 Euro Stammkapital haben und 1 Million Vermögen, können Sie von heute auf morgen 975.000 Euro verteilen. In der AG können Sie immer nur den Jahresgewinn ausschütten. Den Jahresüberschuss ist das Einzige, was Sie ausschütten dürfen in der AG. Das heißt, Sie kommen eher an Ihr Geld wieder ran. Sie haben völlige Personalhoheit. So ein AG-Vorstand, wenn Sie ihn einmal bestellt haben, werden Sie den so schnell nicht mehr wieder los. Der Aufsichtsrat darf nur aus wichtigem Grund abberufen und ein wichtiger Grund ist nicht ganz so einfach gefunden. In der GmbH können Sie sagen, deine Nase gefällt mir nicht, du bist raus und schon sind Sie den los. Und wenn er nicht tut, was er Ihnen sagt, dann ist er eh raus. Er muss Ihre Weisungen befolgen. In der AG keine Chance, Weisungen zu erteilen an den Vorstand. Last but not least, Sie haben die Chance, mehr Informationen zu kriegen. In der GmbH können Sie jederzeit Auskunft verlangen vom Geschäftsführer und Sie können Einsicht in alle Unterlagen verlangen. In der AG müssen Sie bis zur Hauptversammlung warten, dann dürfen Sie nur Fragen stellen, die zum Hauptversammlungsbeschluss Bezug haben. Das heißt, im Grunde haben Sie kaum Möglichkeiten. Der einzige Nachteil der GmbH ist, wenn Sie GmbH-Geschäftsanteile übertragen wollen, brauchen Sie dafür einen Notar. Wenn Sie Aktien übertragen wollen, drücken Sie jemals Wertpapier in die Hand oder melden das Ihrer Bank und schon ist die Aktie übertragen. Hier brauchen Sie jedes Mal den Notar und der Notar will auch Geld dafür sehen. Der macht das nicht umsonst. Ja, zusammengefasst, wichtigste Form, große Gestaltungsfreiheit, niedriger Aufwand. Und UG-Haftungsbeschränkt ist die GmbH für die Sparsamen. Gut, so einfach ist GmbH-Recht. Sie sehen, das ist also das Einfachste überhaupt im Leben, könnte man sagen. Gucken wir uns mal im Detail die Entstehung an. Sie sehen, ich habe alles schon im Vorgriff gemacht, damit Sie mal sehen können, was Sie jetzt können und was Sie am Ende der Veranstaltung können. Im Idealfall können Sie am Ende mehr als vorher. Auch da wieder Uni, ne? Also. Touch in Aktion. Ja,
Fangen wir mal mit der ersten Aussage an. Eine GmbH kann nur von Kaufleuten gegründet werden. Wie kommt man auf die Idee? Ganz einfach, weil in Paragraph 13 drin steht, die GmbH ist unabhängig von ihrer Tätigkeit immer Kaufmann. Hat aber nichts zu sagen. Sie kennen vielleicht alle gemeinnützige GmbHs, oft Krankenhäuser oder Pflegeheime, GmbH. Sie kennen aber vielleicht auch Rechtsanwalts-GmbHs, Anwaltsgesellschaften. Auch Anwaltskanzleien können als GmbH organisiert werden. Wer gemeinnützig tätig ist, ist auf keinen Fall Kaufmann, weil er kein Gewerbe ausübt. Und auch Anwälte üben kein kaufmännisches Gewerbe aus, weil sie Freiberufler sind. Das heißt, sie müssen nicht Kaufmann sein. Sie können heute eine GmbH gründen, für was auch immer sie machen wollen. Ihre Urlaubs-GmbH. Zweite Aussage. Bei Gründung einer GmbH sind 25.000 Euro vorzuweisen. Warum stimmt das nicht? Weiß das jemand? Ja? Ja, einerseits, weil wir die Sacheinlage haben. Brauche ich bei der Bareinlage 25.000 Euro? Ja? Ja, gucken wir mal ins Gesetz, in Paragraph 5. Wie viel muss man haben? Ja. Genau. Man muss mindestens 12.500 haben. Wie viel muss man denn mindestens in einer Aktiengesellschaft haben? Das ist eine spannende Frage. Sie wollen eine AG gründen, alleine. Wie viel Geld müssen Sie dafür haben? Ich glaube, ein Viertel oder mindestens 25.000. Meinen Sie? Ein Viertel, mindestens 25.000? Eine praxisrelevante Frage. Sie wollen jetzt eine AG gründen heute Nachmittag noch? Wie viel Geld sollte auf Ihrem Konto sein? Das ist eine praktisch relevante Frage. Ja. Ja. Ja, in der Tat, nur ein Viertel. Das heißt, wenn Sie eine AG mit einem Grundkapital von 50.000 Euro gründen, wie viel Euro sind das dann?
Ein Viertel von 50.000. Alter, keine Mathe-Leistungskursaufgabe. 12.500. Sie können sich also jetzt schon mal merken, wenn Sie eine Bargründung durchführen, können Sie für das gleiche Geld entweder eine AG oder eine GmbH gründen, wenn Sie genau beim Minimum sich bewegen. Weil bei der AG müssen Sie die Hälfte des Mindeststammkapitals einzahlen, während bei der AG ein Viertel reicht. Das heißt, die AG kriegen Sie zum gleichen Preis wie die GmbH. Es gibt keinen Preisvorteil beim Stamm- oder Grundkapital. Nächste Aussage: Vor Eintragung der Gesellschaft dürfen keine Schulden zulasten der GmbH begründet werden. Das liegt nahe, wenn Sie sich § 11 Absatz 1 GmbH-Gesetz angucken. Und das Reichsgericht hat das auch noch so gesehen. Also, das Reichsgericht hat diese Norm so gelesen, dass da drin steht: Vor Eintragung der GmbH ins Register darf die GmbH keine Schulden machen. Die ganz allgemeine Ansicht heute sieht das anders. Und auf welche zwei Worte stützt die herrschende Meinung, dass das nicht gemeint sein kann? Ja? Ja, auf die beiden Worte als solche. Und daraus sagen die: Die GmbH existiert zwar nicht als solche, aber vielleicht als etwas anderes. Ja? Nämlich als eine Vor-GmbH. Und die Vor-GmbH ist keine BGB-Gesellschaft. Sie ist auch keine OHG. Sondern die Vorgesellschaft ist eine GmbH mit modifizierten Regeln. Also wir tun so, als wäre es eine GmbH, aber bestimmte Regeln wenden wir nicht an. Das hat insbesondere zur Folge, wenn Sie einen Vertrag eingehen und draufschreiben, ich verpflichte die GmbH, wird die GmbH, die noch gar nicht gegründet ist, wirksam vertreten. Wenn Sie diesen Vertrag schließen, spielt es also keine Rolle, ob Sie schreiben GmbH IG oder einfach nur GmbH. In beiden Fällen wird Schuldner die GmbH, die im Entstehen ist, und später die richtige GmbH. Die Schulden gehen automatisch auf die GmbH über, wenn sie eingetragen ist. Das ist aber noch nicht alles. Der § 11 Absatz 2 sagt, der Handelnde haftet dafür mit seinem Privatvermögen. Der Handelnde ist nur derjenige, der da als Vertreter aufgetreten ist. Der Handelnde ist nicht der Auftraggeber im Hintergrund, der ihm gesagt hat, geh mal, sondern immer nur der Geschäftsführer der Vor GmbH. Die Gesellschafter haften also im Außenverhältnis nicht. Die Gesellschafter werden so behandelt, als sei die GmbH schon wirksam entstanden. Allerdings, wenn die GmbH eingetragen wird, müssen sie die vorher entstandenen Verluste wieder ausgleichen. Im Innenverhältnis. Das heißt, die Gläubiger können sie nicht verklagen, die GmbH kriegt das Geld dann wieder. Das gucken wir uns auch nächste Woche näher an. Ja. Zutreffend ist allerdings, für die Gründung einer GmbH ist immer eine notarielle Beurkundung erforderlich. Wir haben im Gesetz zwei verschiedene Möglichkeiten, eine GmbH zu gründen. Die eine ist geregelt in § 2 Absatz 1 und die andere in § 2 Absatz 1a. Was ist der Unterschied? Ja. Der zweite Fall, der Inhalt des Gesellschaftsvertrags, ja, in der Tat, wenn Sie am Ende vom GmbH-Gesetz gucken, in Ihrem Gesetzestext, finden Sie da so ein Formular, so ein bisschen wie so ein Multiple-Choice-Test.
Wenn Sie das ausfüllen, können Sie damit eine GmbH gründen. Das Blöde ist nur, Sie können dieses Formular nicht so einreichen beim Registergericht oder irgendwie scannen oder sonst was, sondern Sie müssen zu einem Notar gehen. Und der Notar muss Ihnen das alles vorlesen, was in diesem Formular drin steht. Und dann liest er das vor und dann müssen Sie sagen Ja und unterschreiben und dann macht der Notar ein schönes Bändchen drum und dann haben Sie eine notarielle Urkunde. Jetzt denken Sie sich, ja schön, das ist doch alles ganz toll, da habe ich dieses Formular, habe ich mir sicher Geld gespart. Aber der Notar nimmt für dieses Beurkunden des Vorlesens dieses Musterprotokolls exakt das gleiche Geld, was er nimmt für einen von ihm gestalteten Gesellschaftsvertrag. Das heißt, Sie sparen auch kein Geld dabei, außer wenn Sie eine UG-Haftungsbeschränkung gründen. Bei der UG-Haftungsbeschränkung, wenn Sie also weniger als 25.000 Euro haben, kommt es darauf an, wie viel Geld Sie konkret als Stammkapital vereinbart haben. Das heißt, nur bei Gesellschaften mit weniger als 25.000 Euro Stammkapital kann man dieses Musterprotokoll überhaupt sinnvollerweise nutzen. Wenn man 25.000 hat oder 24.500 oder 24.000, kann man fürs gleiche Geld, ohne einen Cent mehr zu bezahlen, sich auch vom Notar maßgeschneidert einen professionellen Vertrag liefern lassen. Das muss der machen, weil er halt zur Beratung verpflichtet ist. Das heißt, dieses Musterprotokoll ist halt nur für die wahren Sparfüchse, die eine GmbH nicht machen wollen, sondern eine UG haftungsbeschränkt mit 100 Euro, die können dieses Muster verwenden, für alle anderen Quatsch. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, wir brauchen einen notariellen Vertrag oder dieses Musterprotokoll kostet eben das Gleiche. Dann wird als nächstes ein Geschäftsführer bestellt, beziehungsweise wenn ich einen Aufsichtsrat habe, kann ich auch sagen, der Aufsichtsrat bestellt den Geschäftsführer, dann wähle ich nur den Aufsichtsrat. Das ist also im Grunde das Gleiche wie bei der AG. Dann müssen Sie das Geld einzahlen, wenn schon für die Gesellschaft ein Konto errichtet ist, oder es dem Geschäftsführer in bar übergeben. Sie können also auch hingehen und sagen, hier hast du 25.000 Euro, pass gut darauf auf. Dann geht das Ganze vom Notar elektronisch ans Registergericht und der Registerrichter prüft, ob alles seiner Dinge zugeht. Und dann wird der Registerrichter einfach auf den Knopf drücken und in dem Moment ist die GmbH eingetragen und wird auch bekannt gemacht unter handelsregisterbekanntmachungen.de. So einfach geht das. Das Ganze dauert im besten Fall ungefähr 3 Tage. In der Praxis, je nachdem, wo Sie es machen, kann das durchaus auch Monate dauern. Es gibt nämlich Gerichte, die sind schnell, weil die nichts zu tun haben. Und es gibt Gerichte, die sind sehr langsam, weil die viel zu tun haben. Das heißt, Sie sollten sich gut überlegen, wo Sie Ihre GmbH gründen, denn danach richtet sich, wie schnell Sie eingetragen werden. Der Gesellschaftsvertrag, den wir uns nächste Woche näher angucken, hat einen Mindestinhalt. Der Mindestinhalt ist relativ trivial. Das steht in § 3. Sie müssen sagen, was Sie tun. Sie müssen den Namen angeben. Sie müssen den Sitz angeben. Sie müssen angeben, wie viel Stammkapital Sie haben und wie Sie das verteilt. Wie so ein Gesellschaftsvertrag aussieht mit Mindestangaben, sehen Sie in diesem Musterprotokoll. Das ist ein wirksamer Gesellschaftsvertrag, das heißt, die Angaben müssen drin sein. Das enthält auch freiwillige Angaben, nämlich 2. Erste freiwillige Angabe ist, der Geschäftsführer ist von 181 BGB befreit, das heißt in sich Geschäft. Und die zweite freiwillige Angabe ist, die Gesellschaft trägt ihre eigenen Gründungskosten. Das heißt, die Gesellschaft zahlt selber den Notar, der die Eintragung für sie bewirkt. Im Außenverhältnis sind die Möglichkeiten der Gesellschafter sehr eingeschränkt, denn sie können die Vertretung des Geschäftsführers nicht beschränken, sie können nicht die Erhaltung des Stammkapitals ändern, sie können ihre Ausfallhaftung nicht beschränken. Das heißt, im Außenverhältnis ist das GmbH-Recht zwingend. Das ist aber in der OHG auch nicht anders. Auch in der OHG können Sie die Haftung der Gesellschafter nicht ausschließen. Das heißt, es liegt in der Natur der Sache, dass im Gesellschaftsrecht das Außenverhältnis grundsätzlich zwingend ist. Praktisch sind sehr häufig Regelungen, die die Verfügung über die Geschäftsanteile beschränken und Regelungen, die bestimmen, was gilt, wenn jemand ausscheidet, insbesondere für den Erbfall.
In der Praxis machen das entweder die Anwälte in den Wirtschaftskanzleien, die diese Verträge entwerfen für die größeren Unternehmen, sagen wir, wenn die Telekom eine Tochtergesellschaft gründen will, oder für Hinz und Kunz macht das der Notar. Sie wissen, Notare sind die mit den besten Examina, das sind die Schlauesten der Schlauen und ihre Haupttätigkeit besteht darin, vorzulesen. Also, Sie sehen, Vorlesen ist eine Qualität. Wenn Sie in der Schule dann eine gute Note gehabt haben, dann können Sie Notar werden. Ja, und ein gutes Examen. Aber das ist halt die Voraussetzung. Dann habe ich Ihnen gesagt, wenn Sie einen Vertrag haben, brauchen Sie Organe. Organe heißt Geschäftsführer. Das ist auch alles schön der Reihe nach geregelt in Paragraph 6. Geschäftsführer können nicht werden Minderjährige. Toll. Geisteskranke. Aber Geschäftsführer können auch nicht werden Leute, die vorbestraft sind wegen einschlägiger Taten. Sie können also nicht den Betrüger X oder den Veruntreuer B als Geschäftsführer bestellen, wenn er zu einer entsprechenden Strafe verurteilt worden ist. Das steht alles in Paragraph 6, gucken wir uns noch näher an. Die Alternative ist, wenn Sie keine Lust haben, Ihre Geschäfte zu überwachen, können Sie sich einen Aufsichtsrat raussuchen, dann müssen Sie Aufsichtsräte bestellen und die können dann wiederum die Geschäftsführer bestellen. Auch das ist eine denkbare Gestaltung. Sie können es sogar so regeln, dass Sie die Geschäftsführer und den Aufsichtsrat bestellen. Das heißt, das japanische Modell, dass der Aufsichtsrat nicht die Geschäftsführer wählt, sondern die Gesellschafter wählen die Geschäftsführer, erteilen denen Weisungen und der Aufsichtsrat beaufsichtigt, hat aber sonst keine Rechte. Das ist ein zulässiges Modell in Deutschland. Sie können sich etwas Geld sparen, wenn Sie das direkt in den Gesellschaftsvertrag reinschreiben. Dann brauchen Sie darüber keinen notariellen Beschluss. Das spart Ihnen geringfügig Geld. Ich habe Ihnen schon gesagt, Bareinlagen müssen nicht vollständig erbracht werden. Paragraph 7 Absatz 2, es reicht die Einzahlung von pro Person die Hälfte, von pro Person ein Viertel, insgesamt die Hälfte. Dann Sacheinlagen ist alles, was nicht Geld ist. Da müssen Sie einen Sachgründungsbericht machen. Sie brauchen aber keine Prüfung. Im Aktienrecht müssen Sie grundsätzlich immer das Ganze von einem Wirtschaftsprüfer untersuchen lassen. Hier vertraut man darauf, was Sie sagen. Wenn Sie also schreiben, dieses Auto ist 100.000 Euro wert, dann wird das erstmal geglaubt. Dummerweise, wenn Sie lügen, ist das A strafbar und B schadensersatzpflichtig. Das heißt, darum zu lügen, lohnt sich nicht wirklich, aber eine denkbare Variante. Und Sie haben genauso wie im Aktienrecht Regelung zur Umgehung. Der typische Fall ist, Sie zahlen der GmbH 100.000 Euro und die GmbH kauft unmittelbar danach für diese 100.000 Euro Ihr Auto. Und bei näherer Prüfung stellt man heraus, merkt man sofort, dass Sie das vorher geplant hatten. Das heißt, dass die 100.000 Euro, die Sie gezahlt haben, wie an einem Gummiband hingen, Sie die nur hingegeben haben und die direkt wieder zurückflitschten und dafür Ihr Auto dahin ging. Das ist eine verdeckte Sacheinlage, 19 Absatz 4, kennen Sie aber alles aus dem Aktienrecht. Ja, wenn Sie die Organe haben, den Vertrag und das Kapital, können Sie zum Gericht. Die Geschäftsführer melden das an, das können Sie blöderweise aber nicht persönlich, deshalb muss der Notar das für Sie machen und der Notar reicht das dann alles ein. Der Notar muss auch noch Versicherungen der Geschäftsführer einholen. Die Geschäftsführer müssen nämlich versichern, dass das Geld auch bei Ihnen angekommen ist und zur freien Verfügung steht. Wenn Sie das nicht machen, Strafbarkeit nach § 82 GmbH-Gesetz oder Schadensersatz und Schadensersatzhaftung nach 9a. Das Gericht prüft das Ganze dann, allerdings nur recht kursorisch und wenn alles okay ist, trägt das Gericht die GmbH ein und schon haben Sie Ihre GmbH. Sehen Sie, so einfach geht das. Bargründung völlig unproblematisch. Da sich dieser Zeitraum, wie ich gesagt habe, je nachdem, wie schnell das Registergericht ist, allerdings auch monatelang hinziehen kann, etwa weil Sie sich streiten mit dem Registergericht darüber, ob die Satzung in Ordnung ist, gibt es das Problem, was § 11 Absatz 1 GmbH-Gesetz, den wir eben gesehen haben, regeln soll.
der sagt, die GmbH entsteht erst als solche mit Eintragung. Was gilt vorher? Vorher, ganz unproblematisch, habe ich eine OHG oder eine GbR. Der Zweck dieser Gesellschaft ist, eine Gesellschaft zu gründen, also eine Gesellschaft, um eine Gesellschaft zu gründen. Diese Gesellschaft ist allerdings unwirksam nach 125 Satz 1 BGB. Warum übrigens? Nur mal so als Intelligenztest. Warum ist eine Gesellschaft mit dem Inhalt, eine GmbH zu gründen? Also, Sie und ich vereinbaren, wir gehen morgen zum Notar und gründen eine GmbH. Warum ist dieser Vertrag formunwirksam? BGB-AT-Frage. Ja. Ja, wenn in der Tat ein Zwang bestehen würde, das beurkundungspflichtige Geschäft abzuschließen, wäre das eine Umgehung. Das heißt, ich könnte dann klagen auf Abschluss eines Notarvertrages, dann kann der Notar warnen, so viel er will, dann geht die Warnung ins Leere, weil ich mich vorher schon verpflichtet habe. Das heißt, schon die Verpflichtung zur Gründung einer GmbH muss beurkundet werden. Das heißt, dieser Gesellschaftsvertrag ist formnichtig, weil er mich zu einem Vertrag verpflichtet, der formbedürftig wäre, und eine solche Verpflichtung bedarf ihrerseits der Form. Das hält es aber nicht davon ab, dass diese Gesellschaft trotzdem als wirksam behandelt wird, nämlich warum? Warum behandle ich diese Gesellschaft als wirksam, obwohl sie eigentlich formnichtig ist, wenn sie schon Verträge abschließt, Visitenkarten drucken lässt, Geschäftsräume anmietet oder andere Dinge? Ja, so ist es. Das ist ein Anwendungsfall der Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft schon in Vollzug gesetzt worden ist, obwohl sie eigentlich nach BGB-Vorschriften nichtig ist, dann wird sie als wirksam behandelt, wenn nicht vorrangige Interessen Einzelner oder der Allgemeinheit entgegenstehen. Hier, solange ich keine einklagbare Pflicht zur Gründung einer GmbH begründe, besteht eine solche Problematik nicht. Also ist das hier eine wirksame, fehlerhafte Gesellschaft. Und das einzige Interessante ist damit das Ding in der Mitte, die sogenannte Vorgesellschaft. Ich habe Ihnen schon gesagt, diese Vorgesellschaft ist das Einzige, wo wir nicht genau wissen, was es ist. Es ist keine BGB-Gesellschaft oder OHG, es ist aber auch keine GmbH, sondern es ist eine GmbH, auf die bestimmte Regelungen keine Anwendung finden. Nämlich alle Regeln, die mit Register zu tun hat und alle Regeln, die mit Stammkapital zu tun haben, weil diese Regeln passen nicht. Bis zum Notar ist die Regelung ganz einfach. Alle Gesellschafter haften nach 128 Satz 1 HGB unbeschränkt persönlich mit ihrem Privatvermögen, weil es eine ganz normale OHG ist. In dem Moment, wo man beim Notar war und einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen hat, haftet im Außenverhältnis nur die Gesellschaft. Die Gesellschaft müssen aber das Vermögen wieder auffüllen. Das heißt, alles Geld, was vorher ausgegeben wurde, muss nach der Eintragung wieder nachgeschüttet werden. Nach der Eintragung ist die Auffüllungspflicht nur dann, wenn bei Eintragung das Stammkapital nicht vollständig war. Das heißt, es wird auf diese Sekunde geguckt. Wenn in dem Moment auch nur ein Cent fehlte, muss dieser eine Cent anteilig von allen Gesellschaften gezahlt werden. Das heißt, wenn man vier Gesellschaften hat, muss jeder 0,25 Cent einzahlen. Das geht nicht, also zahlt einer einen Cent und die anderen haben Glück gehabt. Aber das ist halt das Problem mit krummen Beträgen. Ja, GmbH-Gründung, sehr schwieriges Thema, funktioniert mehrstufig, braucht den Notar. Die Haftung hängt davon ab, ob eingetragen wird oder nicht. Und wir haben das Problem, wenn eine GmbH nur pro forma sich um die Eintragung bemüht, dann gilt sie nicht mehr als GmbH. Diese Privilegierung der Vorgesellschaft gilt nur, solange sie sich ernsthaft noch um die Eintragung bemüht. Wenn sie das aufgibt, fällt sie wieder auf Stufe 0 zurück und wird wieder zur OHG. Das machen wir aber nächste Woche im Detail. Was lernen wir noch? Die Finanzverfassung. Das ist für Sie ein Kinderspiel.
weil Finanzverfassung kennt jeder. Das ist ja einfach. GmbH, so einfach. Ja, unter die Gesellschaft darf nur der Bilanzgewinn ausgeschüttet werden. Diese Beschränkung der Ausschüttung auf den Überschuss, habe ich Ihnen eben schon gesagt, kennen wir im Aktienrecht. § 56 Aktiengesetz sagt, unter die Aktionäre darf nur der Bilanzüberschuss ausgeschüttet werden. In der GmbH haben wir diese Beschränkung nicht. Da haben wir nur § 30 und der sagt, dass zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlich Vermögen darf nicht ausgeschüttet werden. Bei einer verbotenen Auszahlung haften gegebenenfalls die übrigen Gesellschafter. Das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht der § 24, weil der betrifft nur die Aufbringung. Aber wir haben eine parallele Regelung in § 31 Absatz 3, der sagt, bei einer Ausschüttung kann auch das Geld von den Gesellschaftern zurückgefordert werden. Eine Auszahlung ist erlaubt, wenn ein vollwertiger Rückzahlungsanspruch besteht. Überraschenderweise ja, wenn Sie sich gucken, § 30 Absatz 1 Satz 3 sagt er genau das. Auszahlung entweder im Konzern oder wenn ein vollwertiger Rückzahlungsanspruch besteht. Und last but not least, wenn Sie sich § 33 angucken, eine GmbH kann auch an ihr selbst beteiligt sein. Das heißt, man hat die Möglichkeit, dass eine GmbH 99,9% ihrer eigenen Anteile hält. Ein wenig muss aber auch jemand anders halten. Das heißt, es muss irgendwo noch ein Mensch auftauchen, eine GmbH, die sich alleine selbst regiert, ist nicht zulässig. Das heißt, irgendwo muss noch ein Mensch auftauchen, alles andere kann der GmbH selbst gehören. Auch das anders im Aktienrecht, § 71 sagt, grundsätzlich darf die AG eigene Anteile nicht erwerben. Ja, die Haftungsverfassung ist einfach, § 13 Absatz 2 sagt, den Gläubigern haftet nur das Gesellschaftsvermögen. Das ist einerseits der Unterschied zu 128, er sagt nicht das Vermögen der Gesellschafter. Andererseits, aber was ich in Klausuren oft lese, natürlich auch nicht nur das Stammkapital, denn es haftet die Gesellschaft mit ihrem gesamten Vermögen, nicht nur mit den 25.000 Euro. Wenn 1 Million auf dem Konto sind, haftet die Gesellschaft mit 1 Million, so viel Geld wie halt da ist. Das ist einfach. Die Gesellschaft hat ein Mindestkapital von 25.000 Euro, haben wir schon gesehen. Das muss hälftig vor der Eintragung eingezahlt werden. Der Rest dann, wenn der Geschäftsführer es anfordert. Wenn er es nicht anfordert, dann halt nicht. Wichtig, Sie können mit dem Geld machen, was Sie wollen. Das ist mit dem Grundkapital der AG genauso. Das Einzige, was Sie nicht dürfen, ist das Geld wieder zurückzuzahlen. Das heißt, das Geld, was einmal eingezahlt worden ist, da können Sie dann ins Casino gehen und alles auf Rot setzen. Und wenn Sie gewinnen, haben Sie halt mehr Gesellschaftsvermögen und wenn nicht, ist die GmbH pleite, dann muss sie halt wieder gelöscht werden. Ja? Also es gibt keine Pflicht, mit diesem Geld irgendwie sparsam umzugehen oder das in den Sparstrom zu stecken. Sie können damit machen, was Sie wollen. UG-Haftungsbeschränkt, habe ich schon gesagt, geht immer nur dann, wenn Sie weniger als 25.000 Euro haben. Da die Beträge immer um 1 Euro steigen, kann es also nicht sein, dass da 24.999,99 Euro stehen,
sondern 24.999 Euro ist das höchste Kapital, das eine UG haftungsbeschränkt haben darf. Danach wird sie zur GmbH. Weiterhin brauchen Sie für jeden Gesellschafter einen Euro, das heißt, wenn Sie alleine gründen, können Sie es mit einem Euro. Ja? Die Umwandlung von der UG in die GmbH, kostet die was? Ja. Ja. Sie brauchen für die Umwandlung eine Kapitalerhöhung. Die Kapitalerhöhung ist ein ganz normaler Kapitalerhöhungsbeschluss, der eine Satzungsänderung ist. Für Satzungsänderungen brauchen Sie immer den Notar. Das heißt, der Notar will dann bezahlt werden für die Satzungsänderung. Also könnte man nicht dadurch irgendwas sparen? Nein. Nein. Erstens mal 24.999 würde Ihnen noch nicht mal Notargebühren sparen, das kostet Ihnen exakt das Gleiche. Also für 24.999 kriegen Sie auch für 25.000 Euro. Dann sparen Sie den einen Euro, das können Sie auch sein lassen. Es wird maximal dann interessant sein, wenn Sie so bis, na, ich würde mal schätzen, 10.000 Euro sind. Und dann auch nur, wenn Sie nie umwandeln wollen. Wenn Sie genau wissen, wir werden nie Gewinne machen mit dieser GmbH, können Sie eine UG haftungsbeschränkt gründen und dann sagen, wir bleiben bei den 10.000 Euro. Dann können Sie aber auch meistens einen Verein gründen, der dann deutlich günstiger ist. Wobei für einen Verein brauchen Sie halt 7 Freunde. Das brauchen Sie bei der GmbH nicht, das können Sie alleine machen. Also Sie brauchen 6 Freunde, weil Sie ja selber der 7. sind. Aber Menschen, die wenig Freunde haben, haben halt ein Problem bei der Vereinsgründung, die können eine UG haftungsbeschränkt gründen. Ja. Wichtig, diese gesetzliche Rücklage ist ein wenig wie im Aktiengesetz. Sie dürfen die nur zur Deckung von Verlusten anwenden oder um Ihr Kapital zu erhöhen. Das erhöht sich nicht automatisch. Das ist eine ganz blöde Sache, die viele Anwälte und überhaupt kaum jemand versteht. Das Kapital erhöht sich nur, wenn Sie eine Gesellschafterversammlung durchführen, da einen Beschluss fassen, dass Sie die Satzung ändern wollen, in der Satzung das bisherige Kapital durchstreichen, das neue dahinschreiben und das dann beim Registergericht eintragen lassen. Das heißt, es kostet richtig Geld. Es kostet ungefähr so viel Geld wie die Gründung. Und wenn Sie das Geld nicht investieren, dann müssen Sie weiter sparen jedes Jahr ein Viertel, bis Sie irgendwann Milliarden Euro auf Ihrem Konto haben, an die Sie nicht drankommen. Weil das Geld liegt da. Und das dürfen Sie nicht ausschütten. Das ist also besser geschützt als alles andere in der GmbH. Ja. Wichtig, wenn hier steht reine Rechengröße, bedeutet das, Sie müssen das nicht als Festgeld anlegen oder irgendwas. Das heißt, Sie dürfen es so laufenden Verlustdeckung einsetzen. Wenn also Sie irgendwas kaufen wollen, können Sie das auch von dieser gesetzlichen Rücklage kaufen. Sie dürfen es nur nicht den Gesellschaftern auszahlen. Vor den Gesellschaftern ist es auf ewige Zeiten geschützt. Tolle Regel. Jetzt fragen sich viele, warum gibt es dieses blöde Stammkapital überhaupt noch, wenn wir doch diese tolle gesetzliche Rücklage haben? Antwort: Man möchte eine Grundlage für den Einrichtungsaufwand. Einrichtungsaufwand meint nicht nur die IKEA-Möbel, sondern es meint den Notar vor allen Dingen. Sie wollen Notar bezahlen, Sie wollen Steuerberater vielleicht. Dafür soll ein gewisser Grundstock da sein. Das Zweite ist, überall, wo GmbH draufsteht, soll der Rechtsverkehr das Gefühl haben, die meinen das ernst. Wer 25.000 Euro auf den Tisch legt, der hat schon mal sein Herz geopfert, denn der hat schon mal sein Konto leer gemacht. Und wer nur eine UG haftungsbeschränkt mit einem Euro gründet, der meint vielleicht nicht ganz so ernst, der hat eher so einen Spaß daran, Gesellschaften zu gründen. Und eine Sache, die Ihnen immer gesagt wird, die aber falsch ist: Es soll Ihnen keinen Haftungspuffer geben. Mit 25.000 Euro kriegen Sie vielleicht einen Verkehrsunfall beglichen, aber mehr auch nicht. Also wenn Sie irgendwelchen Mist bauen, sind 25.000 Euro nichts. Da kommen Sie nicht weit mit. Also die 25.000 Euro sind im Wesentlichen ein psychologisches Moment, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wer sich 25.000 Euro leisten kann, meint es ernst. Und wer sich weniger leisten kann, ist ein Spaßvogel. Ja, also wo UG Haftungsbeschränkung draufsteht, unseriös. Wo GmbH draufsteht, stecken 25.000 Euro dahinter. Jetzt werden Sie alle sagen, 25.000 Euro habe ich heute im Portemonnaie dabei, das sind doch Peanuts. Ja, für manche schon, für mich nicht, weil ich hier zu wenig Geld verdiene, aber in gewissen Branchen sagt man halt, 25.000 Euro ist so das Geld, was die Frau zum Shoppen kriegt täglich. Also, das
Ja, Kapitalaufbringung habe ich Ihnen eben schon gesagt. Der Geschäftsführer kriegt das Geld, kann damit machen, was er will. Er muss offenlegen, wenn er statt Geld was anderes bekommt, muss in der Satzung drinstehen, Gesellschafter A zahlt kein Geld, sondern macht was anderes. Und Probleme, Hin- und Herzahlung und Umgehung gucken wir uns dann nächste Woche an. Die Kapitalerhaltung wird abgesichert dadurch, dass wir dieses Auszahlungsverbot in § 30 haben. Allerdings, es spielt keine Rolle, ob das Stammkapital noch da ist oder nicht. Wir haben eben gesehen, das ist kein Insolvenzgrund. Wenn also die GmbH nur 1 Euro in der Kasse hat, ist sie immer noch eine GmbH. Sie wird nicht zur UG haftungsbeschränkt, sie wird nicht gelöscht, es gibt sie noch. Erst dann, wenn sie auf minus 1 kommt, hat sie ein Problem. Oder dann, wenn sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann mit dem 1 Euro, weil sie nicht liquide ist. Aber es spielt keine Rolle, wie viel Geld da ist. Man muss nicht nachschießen, man muss nicht den Namen ändern, man muss nicht den Laden schließen. Man kann einfach weitermachen, solange bis man im Minus ist. Die Gesellschaft kann, wie wir gesehen haben, Anteile selber zurückkaufen. Allerdings, was sie nicht machen darf, ist grundsätzlich Darlehen an die Geschäftsführer vergeben, weil man sagt, das ist eine Interessenkollision. Insolvenzrecht machen sie alle nicht, denn sonst wären sie im Insolvenzrecht, aber sie können natürlich auch Insolvenzrecht machen, parallel, das ist nicht verboten. Im Wesentlichen müssen sie jetzt nur 3 Sachen wissen. Insolvenz kann man beantragen, wenn man zahlungsunfähig ist. Zahlungsunfähigkeit ist legal definiert in § 17. Sie können Ihre Schulden nicht begleichen. Woran kann das liegen? Sie haben Ihr ganzes Geld in Immobilien investiert. Sie haben 16 Grundstücke in bester Lage in Bonn. Dummerweise haben Sie keinen Cent Bargeld mehr. Wenn Sie jetzt nach McDonald's am Hauptbahnhof gehen und da ein Big Mac-Menü bestellen, dann kriegen Sie das dahingestellt und können Ihre Rechnung nicht bezahlen. Und in dem Moment müssen Sie dann einen Insolvenzantrag stellen, weil Sie sind zahlungsunfähig. Sie haben zwar viele Grundstücke, aber Sie haben keine Möglichkeit, Ihr Big Mac-Menü bei McDonald's zu bezahlen. Obwohl das total billig ist, Ihre Grundstücke viel mehr wert sind. Sie haben genug Vermögen, aber Sie haben kein liquides Vermögen, mit dem Sie Rechnungen bezahlen können. Ja, klar der Unterschied? Sie haben zwar Geld, aber das können Sie nicht zahlen. Sie können nicht mit Grundstücken bei McDonald's Hamburger kaufen. Versuchen Sie es, es geht nicht. Ja, auch, die nehmen auch keine Hypothekenbriefe oder sowas an. Ich glaube, die Kassiererin wird einen Anfall kriegen, wenn sie mit einem Hypothekenbrief käme. Zweite Sache ist die Überschuldung. Sie können alle nie überschuldet sein. Warum nicht? Weil Sie Menschen sind. Menschen können nicht überschuldet sein. Nur juristische Personen können überschuldet sein, weil juristische Personen auch nur ein begrenztes Vermögen haben. Sie können immer wieder neues Geld kriegen, indem Ihnen die Oma was vererbt oder indem sie mal arbeiten gehen. Eine GmbH kann nicht arbeiten gehen und eine GmbH hat auch keine Oma. Das heißt, eine GmbH, die kein Vermögen hat, wird nie wieder zu Geld kommen. Und der Gesetzgeber hat deshalb einen ganz einfachen Test aufgestellt. Wir gucken in die Bilanz und wenn wir feststellen, dass der Saldo nicht rechts steht, sondern links steht, das heißt, wenn das Eigenkapital auf die linke Seite der Bilanz wandern würde, sind die insolvent. Wenn Sie mehr Schulden haben als Vermögen, sind Sie pleite. Ja, ist das einfach? Ja. Wenn Eigenkapital auf die linke Seite wandern würde, ist das schlecht. Das geht bei Menschen nicht, weil Menschen halt dynamische Wesen sind und damit immer mehr Geld kriegen können. Wenn man insolvent ist als GmbH, das ist die dritte Norm, die Sie kennen müssen, muss der Geschäftsführer einen Insolvenzantrag stellen. Das heißt, er geht dann zum Insolvenzgericht und sagt, wir sind pleite. Und die sagen, wunderbar, wir bestellen einen vorläufigen Insolvenzverwalter und machen den Laden dicht. Und die Sache ist erledigt. Für uns wird das Ganze deshalb interessant, weil die Geschäftsführer dazu neigen, das nicht zu tun. Und die Geschäftsführer sagen, wir versuchen mal wieder aus der Krise rauszukommen, machen einfach weiter. Vertrösten die Gläubiger ein bisschen, sagen, wir zahlen später und noch später und noch später. Das Geld wird immer weniger und weniger und weniger und irgendwann ist gar nichts mehr da. Und dann sagt die Rechtsprechung, ist das ein Schutzgesetz im Sinne von 823 Absatz 2 und der Geschäftsführer, der keinen Antrag gestellt hat, haftet persönlich auf Schadensersatz, weil er gegen eine gesetzliche Pflicht verstoßen hat und muss alle Schäden, die durch seine verspätete Antragstellung entstanden sind, ersetzen.
Gucken wir uns noch näher an, aber das ist relativ fatal für den. Alle anderen Normen sind recht harmlos, nämlich hier 31 GmbH-Gesetz, Rückzahlungspflicht, wenn das Geld unter Verstoß gegen das Kapitalerhaltungsgebot an den Gesellschaft gezahlt worden ist, muss es wieder zurückgezahlt werden. 43.3, der Geschäftsführer haftet auf Schadensersatz, wenn er gegen diese Regelungen verstößt. 64 GmbH-Gesetz, wenn der Geschäftsführer Geld auszahlt und dadurch selber die Insolvenz verursacht, ist er dran. Und 826 BGB, eine ganz einfache Regelung, wer vorsätzlich sittenwidrig die GmbH schädigt, haftet auf Schadensersatz oder konkret, wer durch einen gezielten Eingriff die Insolvenz der Gesellschaft verursacht, indem er sich beschließt, gib mir all dein Gold, der muss der Gesellschaft den dadurch entstehenden Schaden ersetzen. Das heißt, das Geld wird zurückzahlen, was er bekommen hat, oder darüber hinaus auch noch Folgeschäden ersetzen. So einfach ist die Haftung in der GmbH. Sie sehen, GmbH, das Einfachste vom Einfachsten. Wir haben Mindestkapital, Kapitalaufregung, Kapitalerhaltung. Das haben wir auch bei der AG. In der UG haben wir zusätzlich die gesetzliche Rücklage, die wir in der AG auch haben. Der Unterschied ist, in der AG ist die gesetzliche Rücklage gedeckelt. In der UG haftungsbeschränkt ist sie nach oben offen. Sie können also theoretisch Milliarden als gesetzliche Rücklage haben, weil sie zu faul sind, den Erhöhungsbeschluss zu machen. Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung, das heißt, wenn auf der Bilanz auf der linken Seite das Eigenkapital steht, oder bei Zahlungsunfähigkeit, das heißt, wenn Sie kein Bargeld oder Buchgeld mehr haben, mit dem Sie Schulden begleichen können. Geschäftsführerhaftung, dann, wenn der Geschäftsführer Geld auszahlt oder seine Pflichten verletzt, und Haftung der Gesellschafter, wenn die Gesellschafter beschließen, die GmbH auszurauben. Rückzahlungsverbot nach § 30. Ansonsten können die Gesellschafter machen, was sie wollen. Sie können also bis zu diesen 25.000 nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Und man kann das Geld auch im Casino verspielen. Ja, dann machen wir noch diese Folie und dann sind wir auch schon bald am Ende für heute. Wir müssen ja hier nicht jeden Kleinkram machen und die ganze Vorlesung schon vorab behandeln. Wir haben noch ein paar weitere Stunden. Ja, endlich mal eine arbeitsrechtliche Frage. Vielleicht soll man es auch im Schwerpunkt Arbeitsrecht anbieten. Und gleich kommt Überraschungsgast Herr Thüsing. Sehen Sie, alle Aussagen waren richtig. Angestellte Geschäftsführer unterfallen grundsätzlich dem Arbeitnehmer, unterfallen gegebenenfalls dem Arbeitnehmerbegriff des Europarechts. Sie wissen, es gibt den deutschen Arbeitnehmerbegriff, den man gelernt hat im 5. Semester, wenn man zur Vorlesung hingegangen ist, bei Herrn Waltermann oder Herrn Thüsing. Die haben mit Ihnen das intensiv gemacht. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Es gibt aber auch einen europarechtlichen Arbeitnehmerbegriff. Das liegt daran, dass viel von dem, was wir als Arbeitsrecht kennen, aus der EU kommt. Und da gibt es einen dramatischen Fall des EuGH von einer Frau Danosa. Klingt ein bisschen wie Danone, aber die Frau Danosa hatte nämlich einen Vertrag als Geschäftsführer mit einer GmbH. Und dann sagte sie, ich bin schwanger. Und dann sagten die, ist kein Problem, du bist gekündigt. Und dann sagte Frau Danosa, das geht doch nicht, ich bin doch schwanger. Und dann sagen die, ja, Arbeitnehmerinnen, die schwanger sind, dürfen nicht gekündigt werden. Das ist Schwangerschaftsschutz, das kennen wir. Das ist nicht nur deutsch, das ist europarechtlich vorgegeben. Aber du bist ja gar keine Arbeitnehmerin, weil du bist nämlich auf Arbeitgeberseite. Du erteilst Weisungen und du bist die Chefin hier. Und damit bist du nicht schutzbedürftig und damit können wir dich rausschmeißen. Daraufhin sagt der EuGH, nein, nein.
die arme Frau Danosa ist ja eine Sklavin hier, die ist nämlich nach den gesellschaftlichen Weisungen der Gesellschafter unterworfen und sie kann gekündigt werden und sie ist auch rechenschaftspflichtig, die muss nämlich Auskunft auf Wunsch erteilen. Also ist die Arbeitnehmerin im Sinne der Mutterschutzrichtlinie. Und die Frage, die sich alle stellen, ist, wird der EuGH das auf alle anderen Richtlinien auch erstrecken? Und die Tendenz dafür ist, ja. Und das bedeutet, immer dann, wenn das deutsche Arbeitsrecht auf Europarecht beruht, müssen wir im Zweifel auch die arbeitsrechtlichen Vorschriften anwenden. Wenn es auf deutschem Recht beruht, nicht. Die anderen Fragen haben wir schon gemacht. 38.1 sagt, ich kann den Geschäftsführer jederzeit abberufen. 37 sagt, ich kann ihm Weisungen erteilen. Und 37 sagt auch, die Vertretungsmacht ist nach außen unbeschränkbar. So, Sie sehen, Arbeitsrecht auch alles dabei. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht zu sehr abgeschreckt. Der Vorteil dieser Veranstaltung ist, wir haben für jedes dieser Themen über 90 Minuten Zeit. Und dann machen wir das alles mit vielen Fällen, bis Sie das im Schlaf können. Und dann sind Sie perfekt aufs Leben vorbereitet und können all Ihren Verwandten dann eine GmbH ans Herz legen und viel Geld verdienen mit Unternehmensberatung und Rechtsberatung und allem, wenn Sie mal zwei Staatsexamen haben. So, vielen Dank.